Schön, dass du hier bist für unser Pilates Stretching Workout. Stell dich am besten gleich so hin, dass du die Füße etwa hüftbreit geöffnet hast und erstmal eine gute aufrechte Haltung einnimmst. Wir starten mit dem Roll Down. Atme dafür ganz tief ein. Und mit dem Ausatmen lässt du dich vom Gewicht deiner Arme zum Boden sinken. Also dein Rücken wird rund, dein Kopf ist ganz schwer. Und du kommst Zentimeter für Zentimeter nach unten Richtung Boden. Wenn du nicht mehr weiter kannst, dann atmest du wieder tief ein. Und mit dem Ausatmen roll up, komm langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Richte dich auf, zieh die Arme über die Seite nach oben, atme ein. Nochmal der Roll down, atme aus, Kinn geht vor zur Brust. Und dann komm wieder Wirbel für Wirbel ganz langsam nach unten. Lass deine Knie sanft gebeugt dabei. Atme wieder ein, bevor du nach oben kommst. Und dann atme aus, roll up. Wenn du oben bist, zieh deine Schultern nach hinten. Atme ein, zieh die Arme hoch. Atme aus, neige dich zur Seite. Einatmen hoch. Ausatmen, release, arms down. Einatmen, hoch, ausatmen, andere Seite, neige dich. Einatmen, Mitte und ausatmen, release. Deine Knie sind leicht gebeugt dabei und du hast gleichmäßig deine Füße belastet. Wir stretchen uns zur Seite. Ausatmen. Sehr gut. Einatmen, hoch. Aus zur Seite, ein Mitte und aus. Letztes Mal. Ein, aus, ein und aus. Jetzt kommt der Backbend. Lass die Knie schön locker. Atme ein, atme aus. Neige dich nach hinten. Einatmen hoch, ausatmen schön tief. Nochmal tief einatmen. Knie lösen, atme aus. Ein nach oben und aus, release. Zwei Stück noch. Ein, ausatmen. Du spürst, wie die Bauchmuskulatur sich anspannt, wenn du dich nach hinten neigst. Der letzte. Und lösen. Zieh die Schultern wieder nach hinten, dass du gute Haltung hast. Öffne deine Beine in die Sumo-Position. Beuge ein Bein und wir machen eine schöne Acht. Ein großer, langer Kreis über dem Kopf und ein großer, langer Kreis an der Seite. Atme ein und atme aus. Öffne dich. Atme ein und aus. Schau deiner Hand hinterher. Also zuerst malst du dir so einen Heiligenschein über dem Kopf und dann einen großen Kreis an der Seite. Atme ein und aus. Letztes Mal. Komm in die Mitte zurück. Beuge dein Knie auf die andere Seite. Wir wechseln. Atme ein und aus. Öffne deine Brust. Atme ein und aus. Also beweg richtig schön deine Wirbelsäule dabei. Zwei mehr. Gut, ein letzter. Komm in die Mitte zurück. Wir schließen unsere Füße von außen nach innen und gehen dann in Stützstellung. Ein Fuß ist vorne, ein Fuß ist hinten, leicht geöffnet. Zieh wieder deine Schultern nach hinten, heb deine Ferse vom Boden an und senke sie wieder ab. Atme ein. Und atme aus. Gut. Ein. Und aus. Streck dich richtig schön lang, als möchten deine Fingerspitzen zum Himmel oder zur Decke gehen. Noch vier. Gut. Drei. Und stretch. Press deine Ferse in den Boden hinein. Letztes Mal. Release und wechsel. Dieses Mal Arm Circles. Atme ein und aus.
Atme ein und aus. Große Circles mit den Armen. Gut, deine Ferse geht wieder schön in die Bewegung mit. Zwei mehr. Und einen setzen wir noch oben drauf. Gut, wir lösen. Füße wieder leicht geöffnet. Finger gehen ineinander, lass die Knie wieder leicht gebeugt. Komm nach vorne mit den Armen, mit dem Kinn leicht zur Brust. Und dann öffne dich ganz weit zur Seite. Atme aus, zieh die Arme nach vorne. Atme ein, öffne dich. Ausatmen, stretch. Einatmen, öffnen. Zwei mehr. Ein letzter. Halte hier kleine Pulses, öffne die Arme für 8, 7. Noch 4, 3. Ein letzter, atme ein und ausatmen, release. Tief einatmen, zieh dich in die Länge, ausatmen, roll down. Komm mit dem Kinn zur Brust, lass die Knie wieder leicht geöffnet. Und komm langsam tief. Einatmen am Boden und ausatmen, langsam wieder nach oben kommen. Arme gehen über die Seite mit nach oben, atme ein, ausatmen tief. Hol nochmal Luft, einatmen, letztes Mal roll down, atme aus. Einatmen, wenn du unten bist, vielleicht kommst du jetzt schon etwas tiefer als vorher. Und dann ausatmen, roll up und bleibe dann auch oben. Zieh die Schultern nach hinten, kreise ein paar Mal und löse dann auch wieder. Hol nochmal ganz tief Luft, zieh die Schultern dabei nach oben und mit dem Ausatmen lass sie fallen. Nochmal tief einatmen, die Schultern gehen weit nach oben zu den Ohren und lösen. Letztes Mal. Leg deine Hände vor der Brust aneinander, schließ noch deine Füße und dann wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Workout. Bis bald. Tschüss.